Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Ja, Leute, ihr wisst, ich habe hier schon ein Auge auf drei Felder geworfen, auf die 38, 37 und die 36. Und jetzt bietet sich mir die Gelegenheit, weil die einfach schon relativ weit sind, mir die zwei Felder noch anzueignen. Allerdings muss ich dafür einen Kredit aufnehmen. Da die aber jetzt schon im Wachstum sind, beziehungsweise erntereif, ist es eine gute Möglichkeit, eben relativ günstig an die Felder ranzukommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt brauche. Denn deshalb brauchen wir, glaube ich, 138. Und dieses andere Feld möchte ich auch gleich noch haben, die 37. 138... 168... 268.000 brauchen wir. 268.000. So. Und dann können wir das hier nämlich kaufen. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nicht die Mission machen. Ich wollte es kaufen. Okay. Hier. Kaufen. Jawohl. Und die 36 auch. Und zack, haben wir zwei geile Felder. Und die vor allem direkt neben unseren Sachen sind. Ist auch sehr praktisch. LKW ist hier. Haben wir eigentlich einen Tieflader? Oder wie transportieren wir unseren Mähdrescher? Ah ja, hier haben wir einen. Okay, dann holen wir mal einen Mähdrescher her. Und warte mal. Eine Dolly nehmen wir auch mit. Können wir nämlich einen Mähdrescher und Mähdrescher und der Lader läuft noch. Können wir nämlich Mähdrescher und Auflieger gleichzeitig transportieren. Können wir zusammen hinten dran koppeln. Hier ist irgendwie immer rot. Wir haben doch keine Zeit. Das macht, glaube ich, Sinn, dass wir die zwei Felder jetzt gekauft haben. Muss ich hier schon abbiegen? Ich glaube ja. Ah doch, ich weiß, wo er steht. Bei der Tanke. Auf unserem Hof. Da steht der Tieflader. Es fällt mir nur gerade ein, wir müssen ja dann doch nochmal herfahren. Wegen Schneidwerk. Also wir kriegen den Mähdrescher hier so drauf, dass er das Schneidwerk hinten dranhängen kann. Dann
müssen wir aber den Mähdrescher ziemlich weit hinten platzieren. Okay, nee, so müsste es passen. Hier haben wir ja den New Holland 10R70, 1090. Ne, den kriegen wir auf jeden Fall so hinten nicht dran. Der hätte zwar eigentlich hier einen Abschlepphaken, aber ich weiß nicht, warum der nicht funktioniert. So. Dann brauchen wir den Ladewagen. Also den. Den hier. Und dann können wir uns aufmachen zum Feld. Zu den Feldern. Das Mähwerk haben wir jetzt auch gleich noch geholt. Dann haben wir nämlich schon alles da. Und können auch gleich starten mit der Ernte. Hier haben wir, glaube ich, beides mal Weizen. Da wird man natürlich mit Strohablage arbeiten. Ah ne, Komma war es. So ist zu, so ist offen, würde ich sagen. Wir müssen natürlich noch aufräumen. Gut. Dann können wir mit der Ernte anfangen. Und ich hau euch eine Timelapse rein.
wir haben unsere zwei Felder, die wir neu gekauft haben, fertig gemacht. Hat eine ganze Weile gedauert. Aber für euch auch recht schnell in der Timelapse. Und der Ertrag ist auch nicht mal so wenig. Cool, um die 60.000. Wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, ist ein ordentliches Sümmchen. Beziehungsweise ein ordentliches Gewicht. Ich muss gerade einmal schauen. Okay, die 37 müssen wir wieder pflügen. Dann müssen wir die 36 wahrscheinlich auch pflügen. So, Gerste haben wir gesammelt. Ungefähr 60.000 habe ich gesagt. Preis ist nicht so pralle. Deshalb kommt es wie der Rest auch einfach ins Lager. Das Schneidwerk stellen wir gleich mal einfach hier ab. Und das hätten wir auch dahin stellen können. Und dann werden wir uns nämlich gleich noch um die Ballenpresse kümmern. 60.400, also 64.420 Tonnen. 64.000 Tonnen. Nein, 64 Tonnen, so rum. Es kommt bei uns ins Lager. Und wenn der Preis eben angenehm ist für uns, dann verkaufen wir natürlich erst. Vorher macht das Ganze wenig Sinn. Mähwerk hinten, Schneidwerk hinten noch dranhängen. Das ist unser neuester Trick. Ups. So, da haben wir nämlich gleich das Schneidwerk an der richtigen Position hinterm Anhänger. Dann können wir auch gleich noch verladen. Ich weiß gar nicht, weshalb ich den hier nicht schon dran hatte. Hätte ich ja einfach dran lassen können und dann, so rum funktioniert es irgendwie noch nicht. So, weg damit. Alle Maschinen laufen, das ist natürlich nicht gut. Drescher drauf fahren. Ich hoffe mal, dass es reicht. Weil so viel Platz haben wir eigentlich gar nicht. Dem Gollhofer Auflieger. Ja, das siehst du. Der muss andersrum drauf. Dun, 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 dun. Ich dachte, vielleicht könnte man so rum drauf tragen. Aber wohl nix. Ganz schön flott ist der unterwegs. Das mit dem, dass der hinten lenkt, das ist schon eine Schwierigkeit. So, jetzt haben wir vorne mehr Platz. Sollten wir den auch anhängen können. Ich denke aber, wir bringen jetzt unser Equipment mal nach Hause und dann schauen wir, was die Zeit so sagt.
Wir haben alles zurück an den Hof gebracht und auch schon gewaschen. Damit das Zeug nicht dreckig in die Garage kommt. Teures Equipment muss man pflegen. Ja, und dann fahren wir eben den Mähdrescher hier auch gleich rein. So. Reifen natürlich schon wieder schmutzig, toll. Gerade erst gewaschen und schon wieder dreckig. Stellen wir hier hin, Lichter sind aus. Dann gucke ich mal, ob ich den hier schön sauber reinzirkeln kann. Aber hier ist, von hier aus sehen die Kontanks eigentlich schon recht voll aus. Gut. So passt das. Das hier stellen wir auf die Seite. Den Fast Truck werden wir in der nächsten Folge wieder brauchen. Weiß zwar noch nicht, wo wir da Ballen müssen wir machen. Ballen, Pflügen und ja, die normale Chose. Rubbern, pflügen, düngen, säen. Ja, ich drehe jetzt hier gerade mal einen Bogen, dann kommen wir besser rein. Und dann haben wir die Gäste weg. Im Moment sind alle Preise voll im Keller. Brauchen gar nicht ans Verkaufen zu denken. Ist halt so. Deshalb lagern wir einfach alles ein. Die Kosten des täglichen Bedarfs sind ja gedeckt. Von dem her müssen wir uns da auch nicht so viel Stress machen mit Geld verdienen. Anhänger abstellen, Schneidwerk aufräumen, reicht gerade so. Schneidwerk noch aufräumen und dann ist auch schon Feierabend, heute mal ein bisschen früher. 15.18 Uhr. Kommen wir da durch? Ah, mit ein bisschen Gequetsche. Das Schneidwerk ist ein bisschen einfacher zu fahren, finde ich, wie ein... Ups. Wie ein normaler Anhänger. Aber das beweise ich jetzt hier gerade nicht. Also wie ein normaler Zweiachser. Der schlägt halt hier ein bisschen mehr aus. Aber das geht. Und so. Abgehängt und ab in die Scheune.
Das Equipment müssen wir natürlich noch rüber schaffen in der nächsten Folge. Aber das können wir dann nach und nach machen. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gerstenernte ist eingefahren. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.